Ja, ist ganz einfach. Mein Anspruch ist, wenn ich ein neues Buch schreibe, dass da wirklich was Neues drinsteht. Und es braucht seine Zeit, bis dieses Neue entwickelt wird. Jetzt das Führungsthema, das hat mich tatsächlich 6 Jahre lang gekostet. 6 Jahre, in denen ich erstmal viele Bücher lesen musste, selber Dinge ausprobieren musste, bei anderen Unternehmern testen musste, ob die Contents, die ich jetzt habe, tatsächlich funktionieren. Und das hat dann einfach so lange gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, ja, jetzt ist es wirklich was Neues und auch was anderes, als in der anderen Literatur steht. Dein Wille geschehe. Ich glaube, nahezu jeder Unternehmer hat schon mal den Stoßseufzer von sich gelassen. Mensch, wenn die endlich mal das tun würde, was ich denen sag. Also in Bezug auf die Mitarbeiter natürlich. Und jeder Unternehmer hat so die Hoffnung, naja, die Leute sollten das tun. Mein Wille sollte endlich geschehen. Und ich zeige einen Weg, wie das tatsächlich passiert, allerdings auf eine andere Art und Weise, wie sich der Leser das vermutlich erhofft. Also es wird nicht in die Richtung rauslaufen, dass ich den Menschen zeige, wie sie besserer Diktator werden, damit es hinterher tatsächlich funktioniert und der Wille geschieht, sondern der Wille wird auf eine ganz andere Art und Weise geschehen, als erwartet wird. Ja, Wolfgang Radis ist wieder mit dabei. Er hat natürlich wieder die Rolle des Hauptcoaches, aber im Vergleich zu den anderen Büchern sind sehr viel mehr Personen dabei. Also der Unternehmer bewegt sich diesmal in einem richtigen Unternehmerumfeld, hat mehrere Coaches, die ihn unterstützen, aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven, weil naja, Führung ist ein mehrdimensionales Thema, wo ich unterschiedliche Perspektiven brauche. Und ich glaube, letzten Endes lernen kann ich auch nur in einem vernünftigen Umfeld. Deswegen habe ich im Buch auch schon dieses Umfeld geschaffen. Das Wichtigste für mich ist, in vielen oder in den meisten Führungsbüchern steht drin, dass man nur Methode X oder Y anwenden muss, um richtig gut führen zu können. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Also wenn ich eine Methode X habe und die 2 unterschiedlichen Unternehmern erkläre, die Vermutung oder die Annahme ist, dann kommt dasselbe Führungsergebnis raus. In der Realität ist es aber nicht so. Selbst wenn die beide die gleiche Führungsmethode nutzen, die werden völlig unterschiedliche Ergebnisse haben. Der Schlüssel ist, die haben eine unterschiedliche Persönlichkeit. Und deswegen ist die Aufgabe, an der eigenen Führungspersönlichkeit zu arbeiten. Und das ist das zentrale Thema letzten Endes auch vom Buch.